Willkommen bei Underdog Games. Wir spielen Factorio und David hat gefragt, wann es weitergeht. David, jetzt. Bedeutet, wir machen jetzt die 10. Folge. Es wird eine zusammengeschnittene Folge, damit, naja, ich sag mal, ihr möglichst viel Fortschritt habt, aber dennoch den Anschluss nicht verpasst. Der Livestream war ja mal voll für den Arsch gewesen. Das heißt, Livestream gestern ging leicht in die Hose. Und in dem Fall ist es in die Hose gehen nicht so praktisch. Ich würde sagen, wir fangen an, dass wir hier ein bisschen den Stromspeicher noch ausbauen. Denn wir haben ja gesehen, in die Nacht kommt, wird es am Ende ziemlich knapp. Die 2,4 Gigajoule, die reichen dann wohl gerade so. Aber irgendwann dann, es gibt da einen Punkt, wo dann die Akkus nachlassen. Also, weil die Solarzellen hochkommen. Das funktioniert hier, dieser Punkt, wie heißt das eigentlich? Break-even oder Breakpoint oder Come Together oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich, dass es zwar reicht, aber wir ja wesentlich mehr haben wollten, denn wenn die Lasergeschütze mal feuern, geht es in die Hose. Und da sind wir auch schon beim Thema Forschung. Die Forschung und die Lasergeschütztürme wären ja theoretisch, ich stecke jetzt erstmal die Dinger hier ein, dass ich das nicht vergesse. So, da haben wir ganz schön viele von. Die bauen wir erstmal auf, dass die sich aufladen können, dann können wir nämlich dann reden. Bei der Forschung wollten wir mal gucken, ne, 1000 Fenster, wollten wir schauen, ob das wirklich so ist, dass wir hier, ja, können wir machen, Rot, Schaltkreise, Schwefel und Motoren. Die Produktionskette bauen wir heute mit auf, das heißt, heute gibt es noch eine weitere Produktion für die blauen Schaltkreise, das sollten wir gewuppt kriegen und wir machen Kunststoff und wir machen Motorenfabrik hin und wir machen ja, rote Schaltkreise, habe ich schon gesagt, habe ich blaue Schaltkreise gesagt, das war ein Fehler. Hier gibt es einen Angriff. Die kommen zwar nahe, aber die haben zum Glück wenig Chancen im Moment. Gut, also dann machen wir mal hier Tacheles und Tacheles. Was ist eigentlich für ein Ausdruck? Wir machen mal Tacheles. Weiß ich nicht. Tacheles. Rede mal Tacheles. Sei mal Tacheles. Ich weiß es nicht. Was mir besonders auffällt, die Tasten sind noch umgestellt. Wir haben ein Spiel gespielt, wo wir die Tasten umstellen mussten. Und das Keyboard stimmt noch nicht. Das Keyboard. Dum, dum, dum. Ihr wisst, was ich meine. Stellt euch doch nicht so blöd. Nein, also von daher, beim nächsten Schnitt werde ich gleich noch die Tasten umstellen, dass das auch hier alles stimmt. So, der geht nicht zu setzen, ist klar. Der geht zu setzen. Ah, okay, perfekt. So, und dann gehen die Reihen weiter runter, würde ich sagen, hier. Ja. Desto mehr Akkumulatoren, desto mehr Strom wird gespeichert. Das sind auch die großen Fetten, die wir da gebaut haben. Natürlich perfekt. Also die größten, die wir aktuell bauen können, sind es. Und dann sollte das ja eigentlich in Ordnung sein. So, dann gucken wir mal drüben. Oh, wir haben immer noch einstecken. Wie viel haben wir denn noch von den Dingen? Noch 6 Stück. Na gut, dann setzen wir die 6 Stück auch noch hin. Hoffentlich haben wir bald Klippensprengstoff, hoffentlich haben wir bald die Eisenbahn, hoffentlich haben wir alles, was wir uns wünschen. Und, oh Gott, ich muss unbedingt die Taste umstellen. Wenn man sein Leben lang anders spielt und auf einmal ist es umgelegt, es ist übel. Ich stelle es aber auch nur um bei Spielen, die sich nicht überzeugen lassen davon, dass die Tasten umgestellt werden können. Ich glaube, es war es Nightingale oder war es, was für ein Spiel war das gewesen, was wir gespielt haben, das uns da die Tasten gezwungen hat umzustellen. Ach ja, ich glaube, das Zombie-Spiel ist geile. Das Paradise. Welcome to Paradise. Ist übrigens ein tolles Spiel, werde ich mir holen. Weil es wirklich meiner Meinung nach wesentlich besser ist als Nightingale zum Beispiel. Vom Spielstil her, von oben die Sicht. Es geht um Zombies, es geht um Base-Building, es geht um Verteidigungsanlagen, um Automation, so ein bisschen. Und das werde ich auf jeden Fall reißen, das werde ich tun. Und hier haben wir schon rote Munition. Dann machen wir doch mal hier. Ah ne, wir machen mal 2 voll. Okay, mehr machen wir nicht voll. In Ordnung. So, wir brauchen, um die blauen Schaltkreise bauen zu können, folgende Dinge. Schwefel. Ich würde sagen, Schwefel ziehen wir uns direkt runter, legen es uns aufs Band. Wir haben hier unsere Downline. Downline. Das ist geile Wörter, gell? Ich weiß. Ich so ein cooler Kerl bin. Hier, da ziehen wir uns den Schwefel runter. Deswegen bin ich so froh, dass ich so gut vorbereitet habe. Es ist wirklich ultra wichtig, sich gut vorzubereiten. So, wie wir das hier machen, das weiß ich jetzt auch noch nicht hier mit dem
dem Scheiß hier. Aber das sehen wir dann, wenn die weiteren Pakete kommen. Wir müssen hier um die Ecke rum. So. Und den Schwefel ziehen wir uns natürlich ganz hier hinten ab. Ist ja auch logisch. Ich würde sagen, hier runternehmen. Hier lang. Hier lang. Das weg. Einmal durchspringen. Ich muss die Tasten umlegen. Katastrophe. So, darum, da rein. Und hier nehmen wir uns einen kleinen Mixer und holen uns den Schwefel darunter. So, jetzt sehen wir aber auch gleichzeitig, dass wir zu wenig Schwefel produzieren, weil diese Anlagen hier zwar arbeiten, aber nicht schnell genug an den Schwefel bzw. an den Flüssiggas kommen und somit auch nicht genug Schwefel machen, dann kann auch keine Schwefelsäure gebaut werden und dann können auch nicht hinten dran die Batterien gemacht werden. Das bedeutet, wir brauchen mehr Flüssiggas. Mehr Flüssiggas kriegen wir, indem wir mal in die Tanks gucken. Inhalt des Rohrsystems 7000. Okay. 0. 0. Null. Na gut, wenn hier 500 sind und da 500 sind, sind schon 2000. Also 500, 500 sind 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, dann sind nicht ganz voll, 7000. Das ist das Schlummerzeug, was da drin liegt. Warum wird das nicht rausgepresst und wir kriegen nicht das Material? Das ist jetzt die Frage. Warum zieht er nicht die Tanks leer? Und warum arbeiten die da hinten nicht schneller? Haben wir genug Rohöl? Rohöl ist voll. Das heißt, wir bauen uns einfach nochmal ein paar, das sind ja immer zwei, wie wir wissen, ne? Ein paar Schuhe. Ein paar Raffinerien da dran. Und schon haben wir zwei weitere Fabriken gebaut, Ölraffinerien. Und die sind auch hier volle Kanne am Arbeiten. Die können wir ein bisschen pimpen dann. Aber die haben immer 200 Rohöl am Start. Das bedeutet, die kann nichts rausputten. Warum puttet die nichts raus? Oh, hat keinen Anschluss. Sollen wir vielleicht mal hier nachhelfen. Okay, dann erstmal den hier dran und den hier dran. Jetzt passt das. Jetzt sollte hier auch mehr ankommen nachher. Und weil ja einfach zwei mehr arbeiten. Ne? Das sind drei waren es gewesen, jetzt sind es zwei. Das sind 75% mehr. Also wenn ich die drei als 100% nehme und dann zwei dazu mache, dann wäre es ja 1,5, wären 50%. Ja, müsste hinkommen. Oh, 10 Angriffe, 10 Schäden. Wir gehen mal da hoch und bauen da mal kurz auf. Aber das passt, denke ich. Also, sollte. Ah, jetzt auch meine Taste wieder richtig belegt. Sehr schön. Da muss ich nicht mehr nachdenken. Das Schlimmste, was es gibt bei mir, ist, wenn ich nachdenken muss, welche Knöpfe ich drücke. Wenn ich überlege, dass ich Leute kenne, die im Computer gar nichts zu tun haben und die dann, wenn sie vorm Computer sitzen, was spielen oder was machen wollen, überlegen müssen, welchen Knopf sie drücken. Alter, da krieg ich die Krise. Das ist ja kein Spielen, das ist ja kein Entspannen. Das ist ja absolut nur Terror für den Kopf. So, das Ding räumen wir darüber. Ja, ähnlich wie mit Klavier spielen. Ich würde auch gerne mal Klavier spielen können, so richtig Klavier spielen, so richtig gut Klavier spielen können. Und auch da ist es so, wenn man das so richtig kann, dann muss man ja auch nicht nachdenken, welchen Knopf man drückt, oder? Wie ist das? Spielt jemand von euch Klavier? Gibt es jemanden, der es gut kann? Ich habe früher immer gern Klavier gehört und dachte mir, boah, wie geil und so, aber irgendwie habe ich es nie gekriegt, weil ich immer ein Depp war. Nie hingekriegt. Aber gut. So, es kommt leider bis jetzt genauso viel oder wenig Flüssiggas hier an, als vor der Änderung. Das gilt es mal zu prüfen. Was hier los ist. Okay. Ui. Der ist aber schon ein bisschen größer, das Ganze da unten. Da gehen wir jetzt mal nicht hin, aber dann müssen wir es mal hier verändern. Gut, also was ist los? Was ist das Problem? Was ist der Fluss hier? Warum geht's nicht? Die arbeiten, die Tanks sind voll, Öl ist genug da, keine Frage. Die Anlagen arbeiten. Die pumpen das raus. Control H war das gewesen. Färbe nach Flüssigkeit. Ich hätte gern gewusst, wie dieses Quest, wie dieses Mod funktioniert mit den Flüssigkeiten, wo wir sehen, wie die fließen. Das sah cool aus. Aber
Es funktioniert nicht. So. Zumindest weiß ich nicht, wie es richtig funktioniert. Hergestellte Produkte 1233, okay. Umweltverschmutzung pro Minute, 6 pro Minute, auch okay. Die brennen alle, die arbeiten, die liefern es rein. Warum? Nee, es funktioniert. Es muss laufen. Es wird einfach weggeballert. Es ist einfach. Es wird einfach da reingeschossen. Der Tank hat knapp 1800. Und dann wird es hinten weniger. Weiß jetzt nicht warum. Aber gut, okay. Also, es wird wohl mit der Zeit mehr Schwefel kommen. Und wenn dann mehr Schwefel rauskommt, wenn es hinten ankommt, Flüssiggas, dann wird es auch. 30 brauchen wir davon. Okay. Dann wird es auch funktionieren. Wenn nicht, bauen wir noch ein paar Raffinerien hin, aber wir brauchen erst einmal Sprengstoff, um Klippensprengstoff bauen zu können, um dann da hinten mehr Raffinerien hinzuklutzen. Ne? Das werden wir mal Batterie voll machen. Ne? Wenn wir das hier wegnehmen, dann können wir da uns ja ein bisschen ausbreiten. Aber gut, sehen wir dann. Wir wollten Schwefel unten haben. Schwefel haben wir eigentlich jetzt unten. Springen wir da durch. Man sieht, der Onkel hat es richtig gesagt. Ich habe gesagt, lasst Platz zwischendrin, dass ihr durchspringen könnt. Jetzt wisst ihr auch warum. Das ist total super wichtig. Hier kommt gleich eine Leine lang, deswegen muss ich hier den Abstand halten. Ah, da kommt doch keine Leine mehr hin, das heißt, ich kann den Abstand wieder wegmachen. Hier war mal eine Leine geplant, aber das hat sich erledigt. So, warum das jetzt hier so aufgelegt ist, weiß ich gar nicht. Was habe ich mir dabei gedacht? Was habe ich mir dabei gedacht, dass ich das mit so einer Dings aufgelegt habe? Verstehe ich jetzt nicht. Na gut, so. Wir holen unseren Schwefel runter. Tack, tack. Und wir machen hier noch eine Vermampelung. Ihr wisst, Vermampelage. Können wir auch da oben hin machen. Er nimmt es raus und legt es auf die andere Seite mit drauf. Wir haben ein doppelt belegtes Band. Ist mir immer viel lieber. Und ja. Der Hintergrund macht sich mehr oder weniger gut. Ich sehe gerade, ich sehe ein bisschen. Wie heißt das? Wenn man so ein bisschen sehr orange aussieht, ist auch immer tagesabhängig. Wo ist denn die Sättigung? Alter. Ja, das ist viel besser. Aber nachts, wenn die Strahler hier an sind, richtig, dann ist die Sättigung dann höher, weil sonst sehe ich aus wie so ein, wie so eine Leiche. Okay, passt. Gut. Wenn es in echt so ginge, mach mal bitte meine Haut ein bisschen orange. Ich habe gern orange Haut. Ja, also wir legen das da hin, wir schieben das da lang und dann brauchen wir das natürlich am Ende der Linie, weil wir, und da muss ich schon wieder gucken, die da bauen wollen. Dafür brauchen wir tatsächlich Schwefel in der Fabrik. Wir brauchen aber auch die roten Schaltkreise und wir brauchen Motoreinheiten. Fangen wir mit den Motoren an, das wird das Einfachste sein, vermute ich. Das klingt, ich habe beinahe gesagt, männlich. Stahl, Zahnräder und Rohre. Haben wir alles da? Rohre, ja. Haben wir alles da. Sehr gut. Dann bitte eine Produktionskette. Dank meiner gottgleichen Fähigkeiten, das war jetzt nicht religiös, sondern sinnbildlich zu sehen, habe ich es geschafft, die Motorenfabrik online zu bringen. Rucki zucki war die da. Wir haben Stahl von unten, Rohre vom Nachbarwerk hier neben, beziehungsweise auch die Eisenzahnräder. Dadurch werden Motoren gebaut, Motoren werden eingelagert, dann hier oben, wenn mal einer rauskommt. Ah, da ist schon der erste. Okay. Und dann würde ich sagen, machen wir gerade weiter in der Linie. Schwefel ist ja klar, das ist ja überhaupt nichts Schwieriges. Das haben wir ja wirklich auf dem Band. Rote Schaltkreise. Programmieren wir mal hier auf rote Schaltkreise und gucken mal, was wir dafür brauchen. Grüne, Dings und Kunststoff. Alles klar. Also die grünen und die Dings sind logisch. Grüne kann ich holen, die da hole ich auch an. Die schicke ich beide auf einem Band hier parallel hin. Das war das andere. Und Kunststoff hole ich von oben von der Ölfabrik. Das schicken wir mal so hier rein, würde ich sagen. Okay. Haben wir hier irgendwo die kleinen Schaltkreise? Hier sind welche. Aber wenn wir ehrlich sind, ist hier schon ziemlich mau. Warum ist hier mau? Jetzt fängt das wieder an, gell? Hier ist mau, weil wir nicht genug Kupfer haben. Und
Das müssen wir erstmal beheben, weil sonst haben wir da hinten natürlich Mau-Produktion, Mau-Mau quasi. Und Mau-Mau will ja keiner. Es wird schon schön hier immer wieder hergeleint auf diese Seite. Trotzdem reicht es nicht. Da müssen wir gucken, dass wir da mal ein bisschen Gas geben da unten. Denn das ist blöd. Wir haben zwischenzeitlich 129 neue Akkumulatoren gebaut. Die würde ich sagen, die klatschen wir jetzt nochmal schnell hier hin. Denn Stromspeicher sind Stromspeicher. Und was wir haben, haben wir. So. Schön, wenn man lange Reihen machen kann. Da geht das nicht auf den Sack. Oh nee. Oh nee, das ist das Allerschlimmste, was es gibt. Es gibt ja nichts Schlimmeres. Unsynchron die Dinger hingesetzt. Ekelhaft. Unsymmetrisch, nicht synchron. So, wir werden sehen. Dann geht da eben keiner mehr hin, weil dann halber hinpassen würde, hat er Pech. Und setzen wir es hier wieder hin. So, eins. Platz. Und dann machen wir hier weiter. Geh nochmal runter. Ja, ich bin sehr gespannt, wann meine leere Lücke da hinten an der Wand sich füllt. Ich freue mich sehr und derjenige, der dafür verantwortlich ist, dem möchte ich auch nochmal danken, dass er es so schön in die Wege geleitet hat, auch wenn sich das jetzt erstmal verarschen, dann hört es, meine ich nicht verarschen, das meine ich wirklich ernst, lieber Timo. Klar, es dauert, gut Ding will Weile haben. Wenn man dann so ein ungeduldiger Vogel ist wie ich, dann kommt dann das alles wie so eine halbe Ewigkeit vor. Kannst ja mal fragen mit meiner Solaranlage, das kam mir auch so lange vor. Aber das ist ja ein anderes Thema. Und ja, somit freue ich mich dann, wenn dann alles soweit ist und alles funktioniert, denn das ist natürlich tatsächlich ziemlich cool dann. Ja, so, den dahin. Den hier hin. Das reicht, genau. Dann setzen wir da drüben nochmal die gleichen hin. Hier einer hin. Der geht halt eben nicht. Da müssen wir dann weiter runtersetzen. Da ist Wasser im Weg. Und den klatschen wir da hin. Oh, falsche Scheiße. Alter, ich habe was an der Latte. Ich habe was an der Latte. Das war total. Wir müssen natürlich diesen da hinsetzen. Dahin. Dahin den weg. Weil ich einen Reich gebaut habe, aber ich habe ja kein Material mehr gehabt, deswegen habe ich einen Reich gebaut. So, jetzt aber. Jetzt stimmt's. Wir haben auch keine mehr einstecken. Gut, jetzt gucken wir mal hier die Bilanz an. Die Bilanz sagt uns, dass wir gerade, was haben wir gerade? Solarpaneele gehen hoch und bringen uns Strom, und zwar 30 Megawatt aktuell. Steigend. ist unsere Peakleistung, die wir haben. Die Akkumulatoren werden geladen, aber wir sehen, die Ladung, die lässt sich Zeit. Also ist jetzt nicht so, dass es macht und der Speicher ist voll. Nein, die 4,5 Gigajoule, die brauchen ein bisschen. Aber auch hier sehen wir, dass es schon gereicht hat. In der Nacht quasi, wir haben bis zum Ende haben wir es geschafft. Und dann kam die Leistung von den Solarzellen schon zurück. Hier kam die Leistung von Solarzellen zurück. Das ist okay. Und das hier oben gab auch keinen Abfall vorher, sondern es ist tatsächlich so ein ganz saubere Leistungsabgabe. Und das ging, wie gesagt, erst runter, als das gestiegen ist. Das ist in Ordnung. Das heißt, es passt erstmal. Wir beobachten das dann mal, wenn wir wissen, wenn wir die die Dings aufgebaut haben, die bösen Schießgeräte. Und dann sehen wir gerade mal weiter. So, hier ist ein bisschen blöd gelaufen, aber das ist jetzt so. Da war eine Spalte drin, aber das machen wir jetzt nicht alles neu. Nein, nein, auf keinen Fall. So, gehen wir runter, gucken uns mal das Kupfer an. Vielleicht müssen wir da exportieren. Also, ich meine, expandieren. Expandieren, um dann zu importieren. So ist es richtig. Am Strom kann es nicht liegen. Ihr habt Strom, ihr braucht euch nicht rauszureden, ihr Sackgesichter. Aber tatsächlich sieht es hier ein bisschen, naja, ich sag mal, merkwürdig aus. Haben wir denn irgendwo Kupfer in der Nähe? Ah, wir haben kein Kupfer in der Nähe. Echt jetzt? Da ist Kupfererz 231.000, dafür bewege ich mich aber nicht dahinter. Okay. Kupfererz. Da oben ist Kupfererz. Wir nehmen dieses Ding ein, und zwar jetzt direkt live und in Farbe.
mit Strommasten, mit allem drum und dran. Mauern haben wir, Geschütztürme brauchen wir noch. Haben wir keine Geschütztürme gebaut irgendwo schon hier automatisch? Oh, dann bauen wir welche. Dann setzen wir uns da auch noch was rein. Und zwar nehmen wir uns rote Munition mit. Die geht es ja darüber zur Forschungsproduktion. Die ist auch mau. Auch wer da liegt, ist am Kupfer, weil kein Kupfer ankommt. Also Kupfer ist tatsächlich unsere Kupferferse. Und da müssen wir uns jetzt kümmern. Jetzt schauen wir mal, wie wir das machen. Entweder expandieren wir hier. Oder wir machen hier eine Outpost. Outpost ist natürlich dann schwierig, weil wir hier eine Schlange bauen müssen, wo das Material geliefert wird. Oder wir bauen uns eine Husch-Husch. Eine Husch-Husch wäre nicht schlecht. Eine Husch-Husch, gell? Geil. Nicht Musch-Musch, eine Husch-Husch. Möchte ich immer betonen. Ich muss mal gucken, wie weit der Weg in echt ist. Ah, ist schon ein Stück, ne? Okay, nehmen wir es erstmal ein, dann können wir weiter gucken. Also, wir sagen hier mal rundherum Ordnung machen. Dann bauen wir hier außenrum, hier unten wird abgeliefert, nach unten natürlich logisch Mauern. Oh Gott. So. Das reicht. Hoch mit dir. Super. Und hier oben reicht es auch. Rum mit dem Ranzen. Jetzt mal gucken, da unten. Ich ziehe es von unten nach oben. Und hoch. So. Für den Bahnhof könnte es ein bisschen eng werden. Aber für die normale Abnahme hier sollte es klappen. Klatsch. Zweilagig gebaut. Klappt es auch mit der Nachbarin. Und dann nochmal Geschützzimmer reingesetzt. Munition reingestopft. Fertig ist die Laube. Ja, Eingänge. Wir brauchen Eingänge, dass wir reinkommen. Ich würde sagen, setz mich hier hin. Wir kommen ja. Oh, das ist cool. Das ist ja witzig. Das wollte ich nicht. Jetzt haben wir Eingänge. Und dann bauen wir uns natürlich hier auch noch Türme hin. Am besten zwei Stück. Zwei Stück an jede Ecke. So. Zwei Stück in die Mitte. Und ein Radarturm zur Überwachung der gesamten Geschichte. Und dann brauchen wir natürlich hier Strom. Und dann gehen wir hier weiter mit dem großen Strommast, der uns anschließt nach Hause. Zwölf, elf, zehn. Sehr gut. Wir haben Strom, wir haben Licht auf dem Weg nach oben. Wir gucken mal hier solarmäßig, sonarmäßig, radarmäßig ist hier erstmal nichts. Daneben sind noch Ölquellen, die können wir dann noch mit reinnehmen, wenn wir sie brauchen. Und dann schauen wir mal, wie es uns hier die Verseuchung macht. Wir gehen mal hier den Weg ab, denn das ist natürlich immer so eine Sache. Ne? Wenn daneben dann die Gegner sind, die uns direkt angreifen, das braucht kein Schwein. Da die Türen reingesetzt, dass sie schön reinkommen. War ja der Wunsch, weiß nicht, wer es geschrieben hat. Aber ich habe es gelesen, da hieß es, bitte, bitte setz die Türen rein und hör auf, ständig die Mauern kaputt zu bauen. Und es stimmt ja auch. So, rennen wir das mal komplett ab. Hier ist ein schönes, großes Ölfeld, da oben kommt eins. Das ist wunderschön, eine wunderschöne Karte, eine wunderschöne Seed. Wenn ihr aber zwischendurch die Frage habt, da ist die Seed 877472340, falls ihr Bock habt anzufangen zu spielen. Das ist eine von mir selbst erfundene Seed, beziehungsweise eine selbst erstellte und für gut befundene. So, hier mal kurz Ordnung. Fällt mir gerade ein, wir könnten ja hier auch ein paar Sachen bauen, dass wir den auch noch losschicken können. Ja, noch eine Drohne einstecken, aber ohne Strom und ohne Schild, ohne Laser. Denn jede Drohne mehr ist ja gut für uns. So. Wir müssen jetzt ziemlich schnell abhauen. Ja, mein Schatz.
Sie geht schnell einkaufen. Deswegen bist du reingeschlichen, hast mich angeguckt und hast gedacht, was hast du, was, nein, das ist ja nicht schlimm so, alles cool, aber was war dein Ziel eigentlich? Was wolltest du machen hier? Erklär mal. Ich würde dir sagen, dass ich einkaufen gehe und ich bin halt. Okay, und dann bist du hier reingeschlichen? Ja. Hast mich gesehen? Und dann bist du wieder rausgeschlichen. Aber warum? Du wolltest doch sagen, dass du einkaufen gehst. Ja, okay, ich verstehe. Gut, geh einkaufen, das machst du sehr brav. Wolltest du mich anders fragen? Wolltest du mir sagen, wie lieb du mich hast? Das ist aber schön. Und ja, okay, gut. Alles klar. Nee, ich wüsste jetzt sonst, du weißt schon, nichts. Bis dann. Ciao. So, kaum ist man abgelenkt, schon ist man fast tot. Aber es passt ja noch. Wir haben was verloren. Wir haben eine Drohne verloren. Scheiße, wir haben eine Drohne verloren, Leute. Krass. Jetzt fängt es schon an, dass die Drohnen nicht mehr das Allheilmittel sind hier im Kampf. Und das ist auch geil. Ich brauche nämlich eine Herausforderung im Kampf. Zum Beispiel Artillerie. Oder sowas. Dass wir hier denen auf die Mütze hauen können. Wie viel haben wir denn noch? Wie viele fliegen noch für uns im Einsatz hier? Mal gucken. Fische einstecken. Ja, Fische. Fische, Fische, Fische. Mehr Fische. So, wie viel haben wir denn? Drohnen. Wir haben 1, 2, 3 Drohnen. Die da oben hat Ärger. Da helfe ich mal. Wir helfen dir. Attacke. Ihr Schweine. Drohne ist down. Okay, die Nester werden jetzt zu hart für die Drohnen. Merkt ihr das? Ist ja geil. Irgendwie ist es cool, weil wir müssen ja jetzt anfangen, waffenmäßig weiterzukommen. Wenn ich jetzt in jedem Kampf immer Drohnen verdiene ohne Ende, haben wir natürlich auch nichts davon. Hilfe. Schön, dass es schneller wird, wenn wir eher sogar im Rückwärtsrennen. Und Platsch. Okay. Das ist seine Mutter hier, die sagt, warum hast du nicht aufgegessen? Du bist zu schnell. Okay. So. 3 waren es nur noch. Da waren es nur noch 3. Das bisschen Haushalt. Schaden. Wollen wir Schaden skillen oder wollen wir Dings skillen? Weiter rennen. Panzerung. Erhöht die natürliche Rüstung des Spielers um 2%. Okay, gut. Natürliche Rüstung. Ist das die natürliche Rüstung? Gut, also die sind auf jeden Fall tot hier. Haben wir nochmal gerade mal geschafft, aber mit Federn natürlich. Wir haben Federn gelassen. Kompagnon habe ich einen, aber der hat dann nur einen Port und ein Dings. Wir brauchen aber noch dafür Laser und Schutzschilde. Für beides brauchen wir Zahnräder, Kupferbarren, Kupfer, Eisenzahnräder. Okay, gut. Also wir sehen, dass der Kampf wird jetzt dumm für uns. Ziemlich dumm. Haben wir denn was, das weit schießt bis jetzt schon? Nein, haben wir nicht. Die Artillerie, Light Artillery Turret, benötigt. Warum wird denn nicht geforscht? Ist bereits der Forschungsfortschritt. Warum wird denn nicht geforscht? Warum ist hier auf 0? Das sieht so aus, wäre nie angefangen worden. Aber wir haben doch diese Sachen. Wir haben doch schwarze, grüne und rote Tränke. Forschungspakete, ihr wisst schon. Okay, das weiß ich jetzt nicht. Das muss ich tatsächlich klären, was da los ist. Da muss ich mal jemanden anrufen, der sich damit auskennt. Wir haben keinen Arm, der so drauf liegt. Echt jetzt? Oh mein Gott. Wie unangenehm ist das denn? Wie lange ist denn das schon so? Haben wir noch keine Waffenforschung gemacht? Das kann doch nicht sein. Du meine Güte. Wir forschen, wir foltern die schwarzen Tränke da hoch, aber haben noch keinen einen Trank in die Maschine reingesetzt. In die Forschungsmaschinerie. Brutal dumm, ehrlich. Gut. Dann setzen wir jetzt den einen Arm dahin. So, dass alle auch was zu tun haben. Sehr gut. Okay. Wie gesagt, finde ich übel, dass das vorher nicht aufgefallen ist. Aber ja. Ich sag mal, das ist halt so.
Und auch hier ist der Schwefel unterbrochen. Warum ist der Schwefel jetzt hier unterbrochen? Auch merkwürdig. War der nicht schon mal ganz da unten? Ja, war er schon. Auch komisch. Naja, gut, ich werde vielleicht langsam irgendwie leicht dement. Wobei ich keine Witze über diese Krankheit machen möchte, aber ich werde vielleicht irgendwie vergesslich, älter. Solche Dinge. Okay, grüne Kupferkabel. Kupferkabel, haben wir gesagt, müssen wir Kupfer erstmal einnehmen da oben. Da sind wir gerade dran, haben wir gesagt. Und Kunststoffstangen. Ich würde sagen, das machen wir alles in der nächsten Folge, weil es jetzt tatsächlich viel zu viel wird. Aber der leichte Artillerieturm wird gerade gebaut. Ist da auch schon die Munition dafür dabei? Ja, ist sie auch. Light Artillery Shell. Okay. Da bin ich ultra gespannt drauf, wenn der fertig ist. Und ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wir machen in der nächsten Folge das Thema der Produktion von den blauen Tränken fertig, beziehungsweise wir bauen dran. Wir werden uns das Kupfer da oben weiter einholen. Hier, das gute Kupfer. Und werden dann natürlich auch noch das Kunststoff herstellen da drüben. Aber das sollten wir eigentlich hinkriegen. Wir sollten vielleicht auch noch eine Produktionskette bauen für die Drohnen. Wie viele Kompagnons kann ich denn überhaupt mitnehmen? Das ist jetzt mal vielleicht auf die Spitze treiben. Wollen wir mal auf die Spitze treiben? Wir streiten es mal auf die Spitze. Was brauchen die Dinger? Die brauchen Fische, Eisenplatten. Auf geht's. Komm. Das machen wir jetzt mal. Wir machen jetzt mal was ganz Verrücktes. Total Verrücktes. Ich bin so aufgeregt. Eine schnelle Produktionsanlage. Setzen wir uns mal da oben drüber von mir aus. So, also, um Drohnen herzustellen, brauchen wir was? Drohnen. Da. Wir brauchen Fische. Also ich sag mal so, wenn wir da mal 20 reinlegen, 22 Fische, ist ja schon mal okay. Wir brauchen Stahl. Naja, machen wir es dann mal so. Legen wir es mal da rüber, das dahin. Also, Eisenplatten. Wir brauchen Fische. Fische sind schon drin. Kupferkabel haben wir keine. Wir brauchen Eisenzahnräder, haben wir auch keine. Und grüne Dings haben wir auch keine. Okay, gut. Dann wissen wir Bescheid, was wir alles nicht haben. Hier, Kupfer. Zahnräder. Okay, hier schön eingesammelt, den Scheiß. Zahnräder. Bam. Grüne Schaltkreise. Und die Kupferspulen. Bumm. Ist alles da. Was braucht ihr denn so eine Drohne an Dingern? 100. Das ist ja sehr empfindlich, finde ich. Empfindlich viel. Aber da wir keine Kupfer mehr haben, ist die Produktion natürlich auch ein bisschen im Arsch. So, das heißt, wir müssen eigentlich hier das Kupfer, wo ist denn das Kupfer, da hinzufügen, hier. Da muss es hin. Ja, okay, also sie produzieren, aber wir müssen natürlich das Kupfer da oben einnehmen, dass wir unbedingt mehr kriegen. Ganz, ganz wichtig. Aber tatsächlich baut die Maschine dann selbstständig weiter. So, okay. Und legt uns rein, wenn wir genug von den grünen Schaltkreisen haben. 170, nehmen wir nochmal welche weg und setzen uns hier noch welche rein. So. Okay, den können wir auch helfen, dem Arm. Hier schenke ich dir alle rein damit. So. Okay, gut. Also in diesem Sinne, wir bauen jetzt mal 10 Stück. Und wenn wir die 10 Stück haben, leichte Artillery, Astratic, yeah. Nichts Spezielles. Auch nichts Spezielles. Was steht dabei? Reichweite, automatische Reichweite, manuelle Reichweite. Okay. 112. Carl. Oh, hier sind ganz viele Dinger drauf. Die nehme ich doch mal mit. Können noch mal die Produktion hier mal stoppen. So. Dass wir jetzt nur noch da stauen und wenn ein Rückstau ist, ist Ende. Denn wir müssen jetzt nicht noch mehr von den Kapazitatoren bauen. Kapazitatoren, von diesen Dingern, denn das ist ja nicht unbedingt nötig. So, aber wie gesagt, also in der nächsten Folge. Artillerietürme, die ersten, gucken wie die sind. Artilleriemunition, dann schießen wir was kaputt und gucken, was angerannt kommt. Außerdem bauen wir uns eine Horde von diesen Kompagnons mit Munition und Laser und Schilden drin. Sowie andere Dinge.
Und ich würde sagen, wir sehen uns dann quasi ja, gleich wieder. Morgen, nächsten Tag, wie auch immer. Und wer gerne mehr sehen will, mal aufs Abo-Knöpfchen oder den Daumen nach oben drücken. Danke, bis dann und ciao.